Morgen. Heute früh ist der absolute Super-GAU eingetreten. Meine Frau macht Homeoffice. Ab Montag gehen die Kinder nicht mehr in die Betreuung. Und ich huste. Eine Mutter vorm Kindergarten geht die Sache aggressiv an. Sie schiebt den Wagen mit ihrem kleinen Baby und klammert mit ihren Lippen eine angezündete Kippe. Sie will ihren Abgang wohl beschleunigen. Ein verzweifelter Vater fragt die Einrichtungsleiterin: Was sollen wir jetzt machen? Haben Sie eine Idee? Und sie blickt ihn verzweifelt an und sagt: Ich weiß es auch nicht, Herr Tabula. Und die Katze, die frisst seelenruhig ihr Futter. Es ist ihr total egal. Und jetzt chillt sie auf der Couch. Entspannt, die Augen zugekniffen, ein leichtes, wohliges Schnurren. Völlig gelassen und relaxed. Diese Katze, liebe Freunde und Freundinnen, sollte unser Vorbild sein für die nächsten Tage und Wochen daheim. Es gibt also nichts, was wir tun können zurzeit, außer uns entspannen. Und das ist doch gar nicht so verkehrt. Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach mal die Gitarre in die Hand nehmen und ein paar Quarantänesongs singen. Wie zum Beispiel und es wurde viel gekackt. Desinfektionsspray vom Dessert. Ist das Einzige, was fehlt. Oder Quarantäne. Wir sind in Quarantäne. Wir sind in Quarantäne. Oder natürlich der Klassiker von den Fugees. Touching your face with my fingers. Blowing my breath in your neck. Softly with my cough, killing you softly with my cough, killing you softly with my cough, killing you softly with my cough.